So, liebe Leute, heute möchten wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Jahre 2023-2, Aufgabe 6 besprechen für die Industriemeister NTG. Und habe gerade eine Mail bekommen oder bei Facebook einen Anschrieb. Hier wird heiß diskutiert, keiner weiß so richtig, was Sache ist. Aber bitte, wir versuchen es mal. Also hier sind ja doch auch einige Punkte mit 16 Punkten am Start. Also ein bisschen was zu tun scheint hier zu sein. Gucken wir mal. Ich rechne die jetzt auch zum ersten Mal und fange einfach mal wieder an mit dem Lesen und sage, eine Kiste aus Stahl mit einer Gesamtmasse von 1000 500 Kilogramm. Das heißt also, die Kiste für sich wiegt hier schon mal im Grunde genommen 1500 Kilogramm. Also nur das gelbe Ding da. Und ist also mit Spanngurten hier irgendwie fixiert, die hier im Grunde genommen das Bauteil ja zusätzlich nochmal irgendwie herunterdrücken. Das heißt also, das Erste, was ich also sofort machen kann, ist natürlich das FG ausrechnen. Ich weiß also, hier geht einmal das FG herunter. Das ist die Gewichtskraft der Kiste. Und die beträgt also M mal G, also mal immer fein hinschreiben, 1500 Newton mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, das alte Liebesspiel. Dann bekommen wir die Gewichtskraft mit, tipp's einfach ein, 1500 mal 9,81, habe fertig, also 14.715 Newton. Das heißt, mit der Kraft allein drückt sozusagen jetzt also die Kiste auf die Tragkonstruktion, wenn du so willst. Und wir wissen allerdings auch, und das fand ich eigentlich ziemlich